Saal B, das Augustin Filmjournal. Das ist keine Reise, Lizzie. Wir gehen weg. Zusammen. Und wir brauchen eine zweite Chance. Der Held und sein Wetter heißt ein Feuilleton des deutschen Germanisten Delius. Darin stellt er sich die Frage, warum es im deutschen Realismus immer regnet, wenn eine Tragödie in Sichtweite kommt. Genauso wie in Hollywood am dramatischen Ende einer Geschichte gern die Tropfen nicht nur aus den Augen, sondern auch aus den Wolken fallen. Ohne zu viel verraten zu wollen, es hat schon seinen Grund, warum im Kino die Dinge so sind, wie sie sind. Und warum beispielsweise Regisseur Matthias Glasners neuer Film Gnade nicht an der französischen Riviera, sondern in Norwegen spielt. In der Stadt Hammerfest, wo monatelang keine Sonne zu sehen ist, versucht ein deutsches Paar einen Neuanfang. So sind es quasi Bilder der Seele, die Glasner mit wirklich hervorragend fotografierten Naturaufnahmen auf die Leinwand bringen will. Die Schönheit in der kalten, lebensfeindlichen Umgebung. Ich habe was angefahren, einen Hund oder irgendwas. Gnade basiert auf dem Drehbuch des preisgekrönten skandinavischen Autors Kim Åkesson und wurde im Frühjahr bei der Berlinale 2012 uraufgeführt. Warst du nicht norwegisch heute noch? Ich gehe da nicht mehr hin. Warum? Ich kann, was ich brauche. Man hört dich aber nie reden. Überlass das mal mir, mein Schatz. Die Ausgangssituation ist recht schnell klar. Nach ein paar Monaten norwegischer Dunkelheit ist von der gemeinsamen Aufbruchstimmung des Paares nur mehr wenig zu bemerken. Nils hat bereits eine Affäre mit einer Kollegin, seine Frau Maria stürzt sich in ihre Arbeit als Krankenschwesterin und Sohn Markus findet nur schwer Freunde. Alles könnte sich nun langsam auf ein absehbares Ende hin entwickeln, als Regisseur Glasner das Unvorhersehbare geschehen lässt. Ich habe was angefahren, einen Hund oder irgendwas. Ich weiß nicht, was war, aber da war was. Ein Hund? Ja. Ich habe auch angehalten, aber dann... Dann habe ich so Angst gekriegt. Angst? Ja, Angst. Nils, weiß nicht, was Angst ist. Ja, vielleicht liegt da jetzt ein Hund. Was Maria in der Nacht angefahren hat, erfährt das Ehepaar am nächsten Tag aus der Zeitung. Es ist ein 16-jähriges Mädchen. Sie war auf dem Heimweg von der Party. Wahrscheinlich war sie betrunken. Sie konnte noch von der Straße kriechen. Wie von der Straße? Dann ist sie in irgendein Schneeloch gefallen. Dann war sie noch gar nicht tot. Oh Gott. Maria beschließt, nicht zur Polizei zu gehen und den Unfall zu verheimlichen. Nicht um ihrer selbst willen, wie sie Nils erklärt, sondern wegen ihrem Sohn Markus, der in der kleinen Stadt im Eis niemals den schlechten Ruf der Mutter loswerden würde. Das Ehepaar beschließt abzuwarten. Und es passiert nichts. Die Polizei sucht Zeugen. Keiner hat das gesehen. Du weißt, dass wir niemals jemandem irgendwas davon erzählen dürfen. Nils. Nur du und ich wissen das. Nur du und ich dürfen es wissen. Was ist los? Nichts, Markus. Nichts ist los. Dennoch hat der Unfall das Leben der beiden verändert. Nils gibt sein Verhältnis auf und das Ehepaar kommt sich wieder näher, bis sie einen folgenschweren Schritt beschließen, weil vor allem Nils unter dem Schweigen und der Schuld leidet. Sie suchen die Mutter des getöteten Mädchens auf, um ein Geständnis abzulegen. Jetzt gehen wir zur Polizei. Und? Sagen, was passiert ist. Ich habe sie angefahren und bin weggefahren und sie war noch nicht mal tot. Ich bin das nicht, Nils. Ich bin nicht dieser Mensch. Ich weiß. Ich stand so unter Schock. Ich weiß, Maria. Von der Kritik wurde Gnade zwar unterschiedlich, im Tenor aber recht positiv aufgenommen. Obwohl die Story nach einer Tragödie klingt, handelt es sich im Wesen aber um einen sehr optimistischen Streifen, weil er zeigt, dass Vergebung möglich ist. Regisseur Martin Glasner lässt dem Zuschauer dabei relativ wenig Freiraum für Interpretationen, sondern bezieht recht klar Stellung. An den Reaktionen auf seine Filme überrasche Glasner immer wieder, dass die Leute sie so wahnsinnig ernst nehmen. Und mir wird auch unterstellt, sagt er, dass ich humorlos sei, dass alles so ernst nehme oder so bedeutungsvoll haben will, wie sich das Wort Gnade erst einmal anhört. Das entspricht aber überhaupt nicht meiner Wahrnehmung von mir und meiner Arbeit. Das ist der Vater von Mette und Peter.
Gnade, ein durchaus kontroversielles, aber in jedem Fall sehenswertes Drama von Matthias Glasner, startet am 9. November in den österreichischen Kinos. Saal B, das Augustin-Filmjournal.